Hallo, die Gartenmoni ist wieder da. Mir ist jetzt gerade wieder was eingefallen, was ich basteln könnte. Mache ich nämlich gern. Wenn ich immer was im Kopf habe, muss das gemacht werden. Und das möchte ich euch jetzt einfach zeigen. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Idee oder wollt es in ungefähr nachmachen. Kann ja sein. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier Snackgurken gepflanzt und die Snackgurken, die sollen klettern. Und jetzt habe ich ein Gerüst gebraucht, wo ich sie klettern lassen kann. Und da ist mir eben Folgendes eingefallen. Ich hatte vor ein paar Jahren so Glockenblumen, die habe ich dann nochmal an der Wand hochklettern lassen. Das waren so einjährige und da habe ich dazu mir dieses Gerüst gekauft. Also das ist ein Gitter, zwei Gitter sind es eigentlich. Und ich wollte sie eigentlich schon wegwerfen. Und jetzt, Gott sei Dank, habe ich es aufgehoben. Da ist mir jetzt eingefallen, ich könnte die für die Gurken verwenden. Also bin ich im Baumarkt, habe mir solche Eisenstäbe geholt, also gekauft natürlich. Die sieht man oft am Bau. Die habe ich jetzt in die Erde reingehauen mit einem schweren Hammer. Dann habe ich diese Gitter davor hingemacht und habe die jetzt mit einem Kabelbinder festgemacht. Also das dürfte halten, wenn die Gurken jetzt zum Klettern anfangen. Da kommen doch immer so solche, wie Fäden schaut es aus, da halten sie sich doch fest. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, falls das jemand weiß, er könnte mir das als Kommentar mal unten drunter schreiben, weil es interessiert mich jetzt selber, ich weiß es jetzt einfach nicht. Ja, und da halten die sich ja fest. Jetzt sind aber diese Gitter ziemlich weit auseinander, sind ja große Löcher. Und da habe ich jetzt ein Hasengitter genommen und habe das da unten einfach noch rüber gespannt. Sobald dann ein so ein Fühler kommt, wie ich jetzt mal sage, wickelt der sich ja automatisch rum und hält sich fest. Und dann fängt die Gurke an zu klettern. Und dann kann die bis rauf klettern, wenn sie dann weiter oben ist, da ist es dann kein Problem mehr, da wickelt sich die automatisch rum, da reicht es dann. Notfalls kann ich da auch noch einmal ein Hasengitter rumwickeln oder hinmachen. Ja, und ich denke, das ist eine gute Lösung. Mein Recycle-Gerüst ist weg. Sinnvoll angelegt. Ich freue mich eigentlich drüber und bin gespannt, wie das jetzt hochwächst. Hoffentlich schnell. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Tipp. Tschüss, eure Gartenmoni.